Willkommen zurück bei einem weiteren Money Glitch auf unserem Kanal. Natürlich wieder in GTA 5 Online. Dieses Mal kauft ihr euch wieder den Karin Rostigen Rebell. Das kann ich ja einmal zeigen, wo er verfügbar ist. Dazu geht ihr unter Reisen und Transport wieder auf das letzte SanAndreasSuperAutos.com. Geht relativ weit nach unten. Und hier findet ihr schon den Karin Rostiger Rebell für 3000 Dollar. Wie man sieht, ich habe mir den schon gekauft. Als nächstes fahrt ihr denn, wie immer, in den Los Santos Customs rein. Das Auto reparieren, wenn es nötig ist. Und im alten Glitch war das ja so, dass wir uns die Raiders gekauft haben. Aber diesmal machen wir das anders. Und zwar, wir gehen wieder in den Felgentyp Gelände rein, Serienfelgen. Und diesmal kaufen wir nicht die Raiders, sondern die Amazon. Für 4.690 Dollar. Wenn wir die gekauft haben, gehen wir zurück, gehen in den Bereich SUV rein, Chromfelgen. Und wie man sieht, haben wir diese Fagorme-Felgen schon automatisch freigeschalten. Ist natürlich ein Vorteil für uns. Die klicken wir dann einfach nur noch an. Haben sie ausgerüstet, gehen dann zurück, klicken auf Verkaufen. Wie man sieht, ist unser Fahrzeug jetzt 40.195 Dollar wert. Und ausgegeben haben wir ja, wie viel? Ich glaube 7.000, ich sag mal rund 8.000 Dollar. Verkaufen wir dann für 40.000 und haben einen reinen Gewinn von 32.000 Dollar. Und ein paar Kollegen von mir, die machen den Glitch gerade schon fleißig. Und die sagen, ungefähr in einer Stunde verdienen sie zwischen 750.000 bis 900.000 Dollar. Wo machen die das? Die haben sich hier ganz oben diese Wohnung gekauft, oder dieses Apartment. Und hier neben sieht man, das ist vielleicht ein Weg von, weiß ich nicht, 20 Sekunden ist der nächste Los Santos Customs. Hier liefern sie sich dann 6 Karin Rostige Rebells rein und verkaufen sie dann immer gleich hier. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Glitch. Haut rein!